Die Stadtverordnetenversammlung in Frankfurt-Oder am 3. Mai war die letzte von Oberbürgermeister Martin Wilke. Er verlässt sein Amt zum 6. Mai. Wir wollten wissen, was Martin Wilkes schönste Momente und Höhepunkte waren. Naja, ich sag mal, wir haben ja alle gemeinsam gekämpft für den Erhalt der Kreisfreiheit, dass wir Gestaltungsspielräume uns nicht nehmen lassen. Das hat funktioniert und das war auch ein klares Signal auch in Richtung Landesregierung, dass man an den Kommunen vorbei nicht regieren kann. Dann haben wir uns wirtschaftlich stabilisiert, es geht wieder aufwärts, wir haben wieder mehr Gewerbesteuereinnahmen, wir konnten die schwarze Null zumindest erstmal für dieses Jahr erreichen. Und ich glaube, ein drittes Thema, was auch sehr wichtig ist, gerade für unsere Stadt, ist, dass wir mit Suwice zusammen als europäische Doppelstadt, also denke mal, uns gut entwickelt haben und dass wir also auch international wahrgenommen werden. Es sind noch wenige Tage, die Martin Wilke im Amt ist. Doch wird er sich weiterhin politisch in Frankfurt-Oder beteiligen? Ich bin letztendlich bis Sonntag Mitternacht noch Oberbürgermeister und dann wird die Politik hier in der Stadt Frankfurt-Oder ohne mich weitergehen. Nachfolger ist René Wilke von der Linken. Zukünftig ist dann sein Platz auf der Stirnseite der SVV. Was wird sich dann ändern? In der Stadtverordnetenversammlung wird es auf jeden Fall auch Veränderungen geben. Für unsere Fraktion bedeutet das, dass ich ausscheide aus unserer Fraktion. Wir werden eine neue Fraktionsvorsitzende wählen. Sandra Seifert hat ihre Kandidatur erklärt. Da freue ich mich sehr drüber. Ich glaube, das wird sie sehr gut machen. Und dann werden auch ein paar Sitze nachzubesetzen sein. Der Ausschussvorsitz im Stadtentwicklungsausschuss, den werde ich nicht mehr wahrnehmen können, weil ich ja die Stadtverordnetenversammlung verlasse. Das wird dann Frank Henke tun. Also da schiebt sich ein bisschen was um, aber das sind alles gute Leute, die die Arbeit auch sehr gut weiterführen werden. Da bin ich mir ganz sicher. Die Themen in Frankfurt werden wohl nicht weniger fordernd werden, doch wird sich in Zukunft zeigen, wie die Arbeit und Herangehensweise sich verändern wird. Werden sich zunächst erstmal ein paar Personalien ändern, aber alles andere wird sich nicht ändern, weil ich sag mal, die Stadtverordnetenversammlung ist immer noch dieselbe und sie wird sich sozusagen in weiten Dingen auch so verhalten, wie sie sich verhalten möchte als Stadtverordnetenversammlung. Die Themen aus der aktuellen SVV sind dann Sache des neuen Oberbürgermeisters René Wilke. Ab jetzt wird sich zeigen, ob und wie sich Frankfurt-Oder verändern kann.